Ah ja, hier gab es auch eine Arena. Da gehen wir doch direkt mal rein, würde ich sagen. Sicher die Arena der Tonnen herausfordern. Tja, sie ist momentan nicht da. Ja, das ist wirklich sehr, sehr schade. Auch noch so ein hohes Haus. Also in dem Haus war jetzt leider nichts drin. Aber bist du nicht die Arena-Leiterin? Oh, pardon, es tut mir wirklich schrecklich leid. Bist du hier, um an einem Wettbewerb teilzunehmen? Junge, ich kann den Akzent gar nicht. Zufällig bin ich auch Lamina, die Arena-Leiterin. Du bist mir leider noch zu schwach. Komm wieder, wenn du sehr stark bist. Oha, einfach von der Arena-Leiterin gefrontet worden. Ja, einen Wettbewerb müssen wir machen eigentlich. Ja, das ist die, wo wir das Hasbro gerettet haben und auch meine Mutter. Wir kriegen einen Sticker dafür, das Hasbro gerettet haben. Ja, unsere Mutter ist mehr oder weniger so eine Wettbewerbmeisterin, weil er sehr große Karriere gemacht. Willst du so bei der Super-Wettbewerbshow mitmachen? Nee, eigentlich nicht. Siehst du denn aus, mit deinen Alltagsklamotten kommst du nirgendwo an? Hey, immer nur gefrontet? Wettbewerbsoutfit, also wenn das nicht gut aussieht, dann weiß ich auch nicht. Vielleicht hilft es ja auch, die Freundschaft mit dem Knossi zu steigern. Übungswettkampf teilnehmen, ja, das machen wir mal. Oh Gott, ich hoffe, das wird nicht so cringe. Ich habe keine Ahnung mehr halt daran. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das überhaupt schon mal gemacht habe. Irgendwie sehen wir genau gleich aus. Das geht zum Style. Ja, das ist mein Knospi natürlich am krassesten. Komm schon, entwickel dich. Gefühl, die haben aber ein bisschen mehr Herzen abbekommen. Oh, das ist ein Rhythmusspiel. Okay, es kommen Noten in Form eines Pokéballs und ich muss A drücken. Ja, Rhythmusspiele waren nicht immer mein Ding, aber es geht schon. Und wenn so Balken kommen, muss ich gedrückt halten. Perfekt. Und dann wieder richtig loslassen. Da oben habe ich auch noch meine Anzeige. Die muss ich wohl füllen. Das kann ja was werden. Oh Gott, ich sehe so was von Karma an. Was bringt es mir eigentlich am Ende, wenn ich das fülle? Gefühlt macht mein Knospi ja nichts. Es tanzt zumindest, es freut sich. Also durch X kann ich mehr oder weniger meine Angriffsattacke, wo ich ausgewählt habe, Absorber, einsetzen, wodurch ich noch einen Boost bekomme. Aber wir müssen irgendwie zusammenarbeiten, um das zu machen, die Leiste zu füllen. Okay, aber es ist ja Computer. Irgendwie ist das mehrfach mal durchziehen genug Tutorial, würde ich sagen. Also das war das ganze Übungsding. Na gut. Hat mich auf die Knusbox angesprochen. Wir kriegen einen Knus Level 60. Ich gebe dir einfach mal ein Knospi. Also genüsslich verspeist. Also wenn du mich jetzt nicht liebst, dann weiß ich auch nicht. Ich meine, Liebe kommt immer hier über den Magen. Ah, da habe ich irgendwie meine Wettbewerbs Skills gelevelt. Gut, einen richtigen Wettkampf machen wir auf jeden Fall noch. Ja, wir machen natürlich einen Anfängerrang. Ich möchte meinem Knospi nur gute Erlebnisse machen. Oh Gott, wie sehe ich denn aus? Ich habe eigentlich so eine Art Anzug erwartet, aber das ist ja sogar noch schlimmer. Ach so, ich tue nur mit meinem Partner quasi zusammenarbeiten, ne? Und wir kämpfen gegen das andere Zweierteam. Oh Gott, das war gerade irgend so ein Blitzeinschlag, das Gefühl. Ah, das sind die anderen, das ist ihre Attacke und deswegen werde ich geblendet. Egal, wir packen das, keine Sorge. Bin jetzt nicht der beste Rhythmus-Typ, aber alles okay. Was ist das? Pummelduft da unten? Was macht das? Ich setze meine Attacke ein. Ja, es hat die Leiste gut gefüllt. Was passiert, wenn wir eigentlich den größeren Teil erreichen da? Da unten links eine Leiste. Ich glaube, da kommt jetzt gleich wieder ein Blitz. I don't know. Bin auch ein bisschen verwirrt so, aber wir kriegen das schon hin. Wir haben den größten Teil der Leiste erreicht, aber es ist nichts passiert, leider. Ja, gut, machen wir mal weiter. Wow, die Fans, wie die so Lichterstäbe haben. Das ist das coolste Teil. Alles zu Ende? Das war ein voller Erfolg. Erfolgspunkte. Ah, gibt es auch noch so eine Art Rang oder wie? Und das gewinnt. Hoffentlich Goldie. Nein, das Pikachu. Ja, wie soll ich denn auch gegen Pikachu machen? So, das habe ich gut durchgestanden. Knospi, ich hoffe, du bist zufrieden. Es gewöhnt sich immer noch an mich, oder was? Ey, wir haben gerade eine Show. Ich habe dir was zu essen gegeben. Du müsstest mich so lieben. Rivale da. Weil du willst aber nicht gegen mich kämpfen. Nein, 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 kann ich bitte abbrechen? Wie viel jammern ist keine Zeit? Ich will aber jammern. Oh mein Gott, meine Hälfte des Teams ist underleveled. Starali, ach, ist das peinlich. Nee, also wenn ich mit einem richtigen Team unterwegs wäre, es wirklich so, weil. Junge, warum Starali? Müsste sich schon längst weiterentwickelt haben. Ja, ich kann zwei meiner Pokémon auf keinen Fall einsetzen, so. Das ist ein großes Problem. Ich meine, ich wollte ein bisschen Spannung haben, deswegen habe ich die schwächeren Pokémon reingenommen. Oder die anderen halt eben.
Ah, ich wollte die trotzdem ein bisschen hochleveln. Ich habe nicht erwartet, dass jetzt so ein Rivalenkampf kommt. Erste Pokémon ist zumindest mal down. Pachirisu Level 19, ey, jedes Level muss hier wichtig sein. Wangenrubbler. Das ist geil, damit kann ich Schaden machen, also wie Stachelspore. Aber ich mache gleich Schaden. Ne, warte mal, das war jetzt falsch gesagt. Ich meine damit, ich kann Schaden machen und zu 100% eine Para geben. Sehr geile Attacke. In Bamelin bleibe ich direkt mal drin. Level sind relativ enttäuschend tatsächlich. Level 20 unterm Arena-Leiter. Aber im Moment bin ich ganz ehrlich ganz zufrieden, deswegen sage ich jetzt auch nichts. Zugkeep hat nicht ausgereicht, nein. Zu viel hier Verteidigung gesenkt. Ich muss raus mit Pachirisu. Bamelin auch Level 15, Mediti Level 24. Zumindest mal mit ihm jetzt auch eine Wasserattacke gelernt. Oh, Shellcarine, es hat sich weiterentwickelt, sein Shellast. Ja, was mache ich jetzt? Ja, ich habe mit ihm eine Feuerattacke drauf, aber ich glaube, es ist schon Typ Boden. Das heißt, mein Ponita ist komplett am Arsch. Ich brauche auf jeden Fall meine Para, deswegen Knospi. Level 21, ja, ist schon mal eine Hausnummer. Zumindest für den Moment, für einen normalen Spieldurchlauf, gar nicht. Warum hat es keine Wirkung? Weil kann ich Pflanzen-Pokémon nicht mit der Pflanzenattacke angreifen? Doch, ich hatte doch gerade ein Rasierblatt angegriffen. Warum hat es keine Wirkung? Ah, weil es Typ Boden ist, deswegen kann ich es nicht paran. Es boostet sich, ich bin am Arsch. Ich bin so am Arsch. Er hat seinen Angriff gesteigert, er tut aber speziell angreifen, aber auch seine Verteidigung. Okay, neuer Plan. Pachirisu kommt wieder in den Kampf. Ich werde ein Pokémon opfern müssen. Oh mein Gott, es boostet sich bis zur Hölle. Ich werde auf jeden Fall mal einen Charme raushauen müssen. Damit kann ich halt die Verteidigung, glaube ich, stark senken. Aber das Problem ist, er hat sich... Nee, Angriff tue ich senken. Er hat noch Titansteine raus. Ey, jetzt wird's wirklich grenzwertig. Haspiro, irgendwie, ich weiß nicht, ich bin verzweifelt, wie noch was. Jedes Mal, wenn ich wechsle, tun jetzt halt die Tarnsteine noch mehr raushauen. Und warum boostest du dich so stark? Wir machen einen Doppelkick, es ist relativ schwach, habe ich noch nie eingesetzt. Er greift damit zweimal an. Das macht keinen Schaden. Rasierblatt ist speziell. Oh mein Gott, das macht trotzdem viel zu viel Schaden. Es tut mir leid, Haspiro, aber ich muss seinen Angriff nochmal senken. Er hat, glaube ich, auch sowas wie Kopfnuss drauf, ist mein Problem. Und ich bin gerade froh, dass er Rasierblatt nur einsetzt. Es tut mir so leid, aber ich brauche einen Safe Switch. Und das war nicht das erste Pokémon, wo ich opfern muss. Auf jeden Fall Safe Switch zum Mediti. Es ist höchstgeleveltes Pokémon, wo auch es gut angreifen kann, zumindest normal effektiv. Und dann mal schauen, Fußkick ist vielleicht sogar besser, je schwerer das Ziel ist. Es ist sehr schwer. Oh, der Schaden ist immer noch zu wenig und es boostet sich noch weiter. Es ist auf plus 4 Verteidigung. Ich kann nur physisch gerade angreifen. Moment mal, wenn es... Es hat Rasierblatt, es hat Fluch. Es hat Tarnsteine. Das heißt, es wird keine Gestandsattacke drauf haben. Vielleicht noch eine Bodenattacke. Kraftwelle einfach mal probieren. Ich glaube, es hat keine Gestandsattacke drauf. Ich habe die Para. Ich dachte, ich kann es nicht paralysieren. Ey, diese Para rettet gerade meinen Arsch. Ah, es ist ja keine Elektroattacke. Ich kann nur mit Elektroattacken es nicht angreifen. Aber Kraftwelle kann auch so paran. Junge, damit könnte ich diesen Kampf irgendwie noch gewinnen. Ich muss nur sehr Glück mit der Para jetzt einfach paar Mal haben. Rasierblatt, denkst du das? Nein, es wurde ein Quit. Oh mein Gott, ich werde hier so viel Pokémon verlieren. Ey, Medi, du hast so einen geilen Job gemacht, aber es wird noch mehr Tote geben. Bamelin, das ist der Moment, dich zu beweisen. Du wirst auf jeden Fall kein Rasierblatt überleben, aber du kannst mit Aquaknarre, ja, zumindest ein bisschen effektiv angreifen. Etwa du kriegst die Para und du überlebst einen Angriff und hast nochmal die Chance, oder du musst es jetzt killen. Wenn es sich heilt, bin ich komplett am Arsch, dann habe ich verloren. Aquaknarre muss killen, es reicht nicht mal ansatzweise. What the fuck, ist es nicht effektiv? Er ist doch auch Typ Gestein. Ich habe gerade meinen Bamelin weggeschmissen. Er ist nur Typ Pflanze dann. Aber warum konnte ich ihn dann nicht paralysieren? Ja, Ponita, dann ist das gleiche Ding, was mit Bamelin war, hast du nun die Chance. Eins der wenigsten Feuer-Pokémon. Oh Gott, diese Steine. Überhaupt ein Game. Etwa verliere ich dich jetzt? Oder du killst dieses Pokémon? Das reicht immer ansatzweise, oh mein Gott. Er sieht gerade mein ganzes Team durch. Absorber. Ja, früher oder später werde ich ihn hoffentlich mal down bekommen. Es war sogar ein Crit.
Tatsächlich, jetzt brauchst du dich auch nicht mal weiter pusten. Oh mein Gott, es ist da unendlich. Er hat nichts gegen meinen Knospi drauf, er hat nur noch Fluch gespammt. Warum auch immer. Alter, ich habe so viel Pokémon verloren. Weil er hat noch ein Pokémon. Ey, du bist so ein Wichser, hat noch ein Ponyta. Mein höchstgeleveltes Level-Pokémon ist Knospi. Und ich kann es damit nicht rausnehmen. Ey, Pachirisu, du musst MVP sein. Lass mal Paran. Ohne geht gar nichts. Trolladung. Aua. Oh mein Gott, ich werde ja geheilt, aber so fast gar nichts. Es tut mir leid, Pachirisu. Wenn du jetzt stirbst, dann ist es so. Oh, bitte Heilung. Ach, es ist fast gar nichts. Und er darf angreifen. Aua. Ich spiele mal einen super Trank. Ich glaube, ich kann mich gut hochheilen. Und einfach hoffen, dass ich mal die Para bekomme jetzt. Er darf jedes Mal angreifen. Das war mit seinen Sheltereien da genauso. Ich muss einen Hit rausbekommen. Er hat mich outspeedet, trotz Para. Wegen Nitro-Ladung. Was zum bisschen in Schwierigkeiten kann ich sein? Junge, ich bin in Schwierigkeiten. Weil du einfach diese scheiß Para nicht bekommst. Er darf jedes Mal angreifen. Die Para hat mir nichts gebracht. Warum auch immer. Jetzt mache ich gerade wirklich sauer wegen der Para. Ey, das wird so ein knappes Ding. Zuckhieb, du musst ausreichen. Jawohl. Oh, Prigos Hacke. Vier Pokémon verloren, weil ich, ja, ein paar schwache Pokémon reingenommen habe. Pachirisu Level 20. Was, willst du mir wirklich weiß machen, dass ich verloren habe? Junge, ich hätte fast diese Nuzlocke verloren wegen dir. Ist mein Team schon wieder besiegt? Ey, ich bin ganz ehrlich, diesmal war es so knapp. Ja, da werde ich wohl mehr mit trainieren müssen. Ich hätte mal gern trainiert. Ich wollte ja meine anderen Pokémon trainieren, bevor ich dann auf die neue Route gehe oder in der neuen Route und bevor ich den ersten Trainer besiege. Hatte ich alles schon eingeplant. Aber dass sich diese Schelterei auch noch so hoch boostet und mein Team durchsweept, ist ja so lächerlich gewesen. Ja, Leute, wir haben Haspiro verloren. Ist jetzt nicht so wild. Wir haben Bamelin verloren. Das war jetzt wirklich so Fehler von meinem Pokémon Knowledge. Ich dachte, es hätte schon den Bodentyp. Damit hätte ich zumindest etwas effektiv getroffen. Hätte aber trotzdem nicht mal andersweise ausgereicht. Ponyta, das tut wirklich weh. Also gerade die beiden hier. Ich hätte die echt mal gern wieder gespielt. Bamelin habe ich schon öfters. Ponyta noch gar nicht. Eines der wenigen Feuer-Pokémon überhaupt. Das zu verlieren war extrem bitter. Meti, du hast verdammt nochmal das Team gerettet. Mit deiner Paare habe ich das Shelter rein überhaupt besiegen können. Ohne dich wäre dieser Nuzlocke jetzt vorbei gewesen. Ich hätte dich echt gerne entwickelt. Dein Typ war cool, aber es sind Lektionen für mich. Andere Pokémon zu spielen ist doch keine gute Idee. Ja, trotzdem, ich werde mal Bidifas reinnehmen. Als neues Wasser-Pokémon und Mascholo kommt wieder ins Team, yay. Aber gerade Starter und Luxio würde ich gerne behalten für die Liga. Und dann kommt Pi noch rein. Der Feentyp könnte echt mal cool sein. Und das ist mehr oder weniger das neue Team.